Beginn. So, herzlich willkommen zu unserem heutigen zweiten Seminar mit dem Titel Beiträge anlegen und Beitragshöhen ändern. Ja, grundsätzlich zur Beitragsverwaltung. Im NetXP-Verein kann ich beliebig viele Beiträge anlegen. Also egal wie viele Beitragsarten ich habe, das also schränkt NetXP-Verein in keinster Weise ein. Ich habe insgesamt, wenn ich mir mal das Ganze anschaue, unter Verein Beiträge, habe ich jetzt in meinem Testverein hier schon mal drei Beiträge erfasst, was wir jetzt aber dann wiederholen. Und zwar mache ich jetzt einfach mal hier unten einen neuen Beitrag. Ja, und diesen neuen Beitrag, den muss ich also zuallererst mal jetzt einen Namen geben. Und dem gebe ich jetzt mal den Namen Spartenbeitrag Fußball. Und zwar bekommt er dann von mir einen Beitragsschlüssel, zum Beispiel SFN Spartenbeitrag Fußball normal. Einfach nur, dass man später über das Kürzel eben herausfinden kann, was das Ganze ist. Ja, dann also Informationen kann ich noch eingeben, dass vielleicht Schatzmeister, die mir nachfolgen, eben über diesen Beitrag Bescheid wissen. Der Abrechnungszeitraum für diesen und für alle anderen Beiträge bedeutet jetzt nicht, dass Sie am 2. Januar einen Beitrag einziehen müssen, sondern das bedeutet nur so viel, dass es an jedem 2. Januar möglich ist, für ein Mitglied den gleichen Beitrag wieder einzuziehen. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Beitragseinzug am 15. Januar 2013 mache und hier alle meine Mitglieder drin sind und ich kein weiteres Mitglied aufnehme, dann könnte ich das ganze Jahr bis zum 1. Januar 2014 keinen Beitrag mehr für diese Mitglieder einziehen oder keinen Beitrag mehr dieser Art für diese Mitglieder einziehen. Dieser Beitragseinzug wäre eben erst wieder am nächsten oder ab dem nächsten 2. Januar möglich. Das bedeutet dieser Abrechnungszeitraum. Und da natürlich der Januar nur einmal im Jahr vorkommt, sieht man auch hier raus schon, dass es sich definitiv um einen Jahresbeitrag handelt. Weitere Möglichkeiten für die Abrechnung hätten Sie, indem man also hier hinten auf diese drei Punkte klickt. Man kann also einen Jahresbeitrag einstellen, ich kann einen halbjährlichen Beitrag einstellen, ich kann einen quartalsweisen und einen monatlichen Beitrag einstellen. Hier unten wähle ich aus, wann ich beispielsweise einen jährlichen Beitrag einstellen will. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, jeden ersten Montag im Januar oder von mir aus jeden ersten Freitag im Januar, das ist völlig wurscht. Sobald ich hier umstelle auf halbjährlich, wechselt das Ganze hier unten. Halbjährlich könnte ich zum Beispiel sagen, zum 1. Februar und dann macht das natürlich halbjährlich automatisch dann zum 1. August. Ich könnte auch quartalsweise eingeben, eben am 1. eines jeden Quartals oder eben auch wieder am 1. Montag eines jeden Quartals. Und bei der monatlichen Einstellung habe ich am 1. eines jeden Monats oder wieder am 1. Monats, also zeige ich jetzt gleich, oder am 1. Montag wieder eines jeden Monats. Wenn ich jetzt beispielsweise den sehr seltenen Fall habe, dass ich Beiträge alle 2 Monate einziehe, dann kann ich also hierher gehen und sagen, jeden ersten Tag eines jeden 2. Monats oder von mir aus auch 4. Monats, das ist egal, also wenn ich Drittel, Jahresdrittel Beiträge habe. Also Sie sehen also mit diesem Abrechnungszeitraum hier ist praktisch alles möglich. Ja, das nächste ist dann die sogenannte Spartenzugehörigkeit. Da es sich hier um einen Spartenbeitrag handelt, wäre es natürlich hier angebracht und auch der entsprechenden, also wenn ich diesen Beitrag also auch der entsprechenden Sparte zuordne. Das hat später eine Auswertungs- oder das hat später Auswirkungen in der sogenannten Finanzauswertung. Wenn ich also wissen will, wie viel Geld hat die Sparte Fußball im Jahr eingenommen, kann ich über diese Art und Weise das ganz genau herausfinden. Aber dann muss ich natürlich dem Hauptverein an Gesamtmitglieder und den einzelnen Sparten, also ihre Spartenbeiträge zuordnen. Und aus diesem Grund gibt es also auch die nächsten beiden Zeilen, die ich, also die Sparte muss ich ausfüllen, irgendeine muss ich eingeben, diese beiden Stellen kann ich ausfüllen. Wenn ich beispielsweise 20 verschiedene Beiträge in 10 verschiedenen Sparten habe und habe später in der Buchhaltung für jede Sparte eine separate Beitragseinnahmenkostenstelle,
dann kann ich diese zukünftige Zielkostenstelle hier erfassen. Gerne verweise ich also auch hier nochmal auf ein separates Seminar zu dem Thema, das sich mit diesem erweiterten erweiterten Beitragseinzug kümmert. Das heißt, später, wenn ich dann meine 20 verschiedenen Beiträge in einem Beitrag abbuche und diesen einen Betrag wieder verbuche, dann werden diese Beiträge in den entsprechenden Kostenstellen gefächert. So habe ich also noch eine genauere Auswertungsmöglichkeit für meine Beitragseinnahmen. Und da es natürlich also nicht nur Sportvereine gibt, sondern auch Hilfsvereine beispielsweise oder karitative Vereine, gibt es hier verschiedene Vereine, die die Beiträge für sogenannte Projekte einnehmen. Zum Beispiel Schulbus in Ruanda, nenne ich jetzt mal. Da gibt es also dann Leute, oder es gibt Gott sei Dank diese Leute, die eben dann projektorientierte Beiträge haben. Das heißt, der sagt, den Beitrag, den ich zahle, da will ich, dass das nur für dieses eine Projekt, dieses Geld eingesetzt wird. Und deshalb kann man also dann später hier ein Projekt auswählen. Aber wieder der Hinweis auf Erstellen von erweiterten Beiträgen. Ja, jetzt kommt eine sehr wichtige Auswahl. Und zwar wähle ich hier aus, ist das Ganze ein fixer Beitrag, sprich altersunabhängig? Ist das Ganze ein gestaffelter, sprich altersabhängiger Beitrag? Oder ist das Ganze ein freier Beitrag, der in der Höhe bei der Zuordnung zu einem Mitglied verändert werden kann? Das heißt, wenn ich einen freien Beitrag erfasse, was wir jetzt dann gleich sehen werden, dann kann ich beim Mitglied A sagen, das Mitglied A zahlt bei diesem Beitrag 5 Euro und das Mitglied B zahlt 10 Euro und das Mitglied C zahlt 20 Euro, obwohl es jedes Mal eben dieselbe Beitragsart war. Aber ich zeige Ihnen jetzt hier mal verschiedene Beispiele. Das Ganze ist mein Spartenbeitrag Fußball. Ich will jetzt diese erweiterte Verbuchung nicht. Der Spartenbeitrag Fußball soll ein gestaffelter Beitrag sein. Und zwar zahlt das Mitglied ab einem Alter von 0 Jahren 5 Euro. Ab einem Alter von 12 Jahren zahlt es dann 16 Euro. Ab einem Alter von 16 Jahren werden dann 25 Euro fällig und ab einem Alter von 18 Jahren 35. Das wäre also jetzt nur der Spartenbeitrag Fußball eben in der entsprechenden Altersstaffel. Das Alter der Mitglieder berechnet NetXP-Verein automatisch aus den angegebenen Geburtsdaten. Das heißt, wenn ich einen gestaffelten Beitrag erstelle, in meinen Mitgliedern aber keine Geburtsdaten hinterlegt habe, dann bringt mir das nichts. Ich brauche Geburtsdaten, damit also NetXP-Verein ausrechnen kann, wie alt ein Mitglied zum Moment des Beitragseinzugs ist, damit er eben die entsprechende Staffel wählen kann. Das ist eigentlich logisch. So, ich speichere den jetzt mal. Denn jetzt kommt ein Sonderfall, und zwar wieder ein neuer Beitrag. Den nenne ich jetzt mal Familienbeitrag Fußball Zahler. Eine Frage, wieso sehe ich bei mir, wenn ich einen Beitrag anlege, diese EA-Stellen nicht und die Spartenzugehörigkeit? Wo habe ich eine Einstellung nicht gemacht? Wenn Sie das nicht sehen, dann müssen Sie es in den Optionen Buchungen und dann müssen Sie hier dieses erweiterte Verbuchen von Beiträgen aktivieren. Okay, alles klar. Das war's. Stimmt. Ja, das ist mir klar. Okay, jetzt habe ich schon zwei Sekunden. Ich muss schnell was machen. Ich habe jetzt aus Versehen blödsinnigerweise nämlich einen anderen Fußballbeitrag, aber es macht jetzt nichts. Ich sage jetzt mal, es ist ein neuer Beitrag und jetzt kommt eben dieser Spartenbeitrag Fußball, Familienzahler. Das heißt, das ist jetzt ein typisches Beispiel, das würde also der Vater blöd gesagt oder der Zahler innerhalb einer Familie, also wenn ein Verein Familienbeiträge anbietet, hätte diese Beitragsart der Zahler. Also SFFZ. Das ist wurscht.
Dann Spartenzugehörigkeit wieder Fußball. Ich lasse ja ein Projekt weg jetzt in meinem Fall. Und das Ganze ist jetzt ein sogenannter altersunabhängiger Beitrag und der soll jetzt einfach mal 55 Euro kosten. Das heißt, egal wie viele Familienmitglieder später diesen Zahler zugeordnet werden, die haben also dann, zahlt der immer nur 55 Euro für egal wie viele Mitglieder. Speichern. Ja, und wenn ich jetzt schon einen Zahler habe, was brauche ich denn jetzt noch für einen Beitrag? Sag gerade mal was. Ja, die 0 Euro für alle anderen aus der Familie. Genau, den Spartenbeitrag, Fußball, noch länger hätte ich es nicht nennen können. Fußball, Familie, beitragsfrei. Genau, das wäre dann frei. SFFF, ist völlig wurscht, wie gesagt, ist ein fixer Beitrag, aber in der Höhe von 0 Euro gehört also auch der Sparte Fußball. Warum man das so macht, zeige ich Ihnen später noch. Jetzt klicke ich auf Speichern. Jetzt haben wir den dritten, also jetzt haben wir einen altersabhängigen, dann haben wir schon zwei fixe Beiträge und was wir jetzt noch erstellen, ist ein sogenannter freier Beitrag. Und den nehmen wir jetzt einfach mal. Förderbeitrag. So, wie oft habe ich mich jetzt verschrieben? Oft. Einfach nur Förderbeitrag, SFB. Wieder Fußball. Ist wichtig, dass man das hier einstellt. Und das Ganze ist jetzt ein freier Beitrag mit einer zum Beispiel Vorbelegung von 0 Euro. So, klicken wir auf Speichern. Jetzt haben wir hier unsere Beiträge alle eingestellt. Sollte ich später eine Preiserhöhung haben bei meinen Mitgliedern, dann ist es nicht mehr nötig, dass ich also diese Preiserhöhung in jedem einzelnen Mitglied durchführe, sondern ich bearbeite diese Beiträge hier. Das heißt, ich klicke also einen Beitrag an, klicke auf Anzeigen und erhöhe beispielsweise das Ganze auf 20 Euro. Und damit ist dieser Beitrag bei allen Mitgliedern, die diesen Beitrag zugewiesen hatten, eben genau auf 20 Euro, also von 15 auf 20 Euro erhöht worden. Ohne dass ich viel machen muss. Ja, bei der Zuordnung dieser Beiträge merken wir jetzt was. Ich gehe jetzt mal auf, nehmen wir mal den Peter Lustig. Und der hat schon einen Beitrag, den löscht. Der hat schon einen Hauptvereinsbeitrag, den er zahlen muss. Ich füge dem Peter Lustig jetzt einen weiteren Beitrag hinzu. Sie sehen, ich klicke also nicht irgendwo hin, sondern ich klicke hier unten auf Hinzufügen. Ganz wichtig. So, ich will aus der Sparte Fußball auswählen. Und ich will also jetzt einen Familienbeitrag zahlen. Also der soll für eine Familie zahlen. Kann hier noch einstellen, wann er diesen Beitrag beigetreten ist und kann also hier auch die Zahlart aussuchen. Sollte bei diesem Mitglied sollten keine Bankdaten hinterlegt sein, keine Kontonummer und keine Bankleitzahl, wird die Möglichkeit des Bankeinzugs auch steht nicht zur Auswahl. Also Lastschrift nicht möglich, da keine Kontodaten angegeben wurden. Das heißt, die muss ich also jetzt hier auf Überweisung lassen. So, klicke auf Übernehmen. Der ist also jetzt Spartenbeitragzahler und zahlt 55 Euro. Ich speichere das Ganze und jetzt öffne ich sein Kind. Und das ist der Tennisspieler Gerd. Schauen wir mal schnell. Sekunde, ich mache schnell ein neues Mitglied. Oh Gott, Peter, ist wurscht. Speichern wir. So. Also jetzt haben wir ein neues Mitglied, dieses neue Mitglied, das ist der Sohn von diesem Peter Lustig, der hat jetzt noch keinen einzigen Beitrag. Wir wollen jetzt aber dem hinzufügen, und zwar einen Beitrag aus dem Fußball, diesen sogenannten beitragsfreien Beitrag. Jetzt klicken wir zuallererst mal auf Übernehmen. Also wir haben ihm diesen Beitrag zugeordnet oder zugewiesen. Wir müssen jetzt die Familie noch verbinden. Dass wir also später sehen, dass der Peter Lustig eben diesen Peter
Sperl eben als Junior zugeordnet bekommen hat. Und das machen wir in den Kontodaten. Und hier kann ich mir einen abweichenden Kontoinhaber oder einen abweichenden Zahler auswählen. Und zwar klicke ich hier auf Suchen und mache einen Doppelklick auf diesen Peter Lustig. Und jetzt weiß NetXPVN, dass diese beide oder dass die beiden hier eine Familie bilden. Ja, soweit ist das in Ordnung, oder? Ganz einfach. Ja. Jetzt gibt es aber den absoluten Sonderfall, dass Vereine sagen, das heißt, so groß ist der Sonderfall gar nicht, dass ein Verein sagt, beitragsfrei ist dieses Familienmitglied bei mir nur so lange, solange der nicht volljährig ist, schlicht und ergreifend. Und deshalb kann ich also jetzt hier auch hergehen. Und zwar schauen wir jetzt erstmal, wann der 18 wird. Der wird also am 12.03.2018 wird der 18. Jetzt gehe ich nochmal zurück in die Beiträge, bearbeite diesen Beitrag und sage, pass mir auf, am 12.03.2018 soll dieser Beitrag, dieser beitragsfreie Beitrag ablaufen. Also, Entschuldigung, das war das Beitrittsdatum, macht nichts. Ja. 12.03.2000. Also der Beitrag soll ablaufen am 12.03.2018 und beim Erreichen dieses Datums wird dieser Beitrag ersetzt mit einem Spartenbeitrag Fußball, mit diesem normalen Beitrag. Und jetzt wartet eben NetXPVN bis zum 12.03.2018 und ersetzt dann diesen beitragsfreien Beitrag in einen Spartenbeitrag. Natürlich ist es bis dann aber so, oder ist es dann auch noch so vermutlich, dass auch der Vater noch dann für diesen erhöhten Beitrag zahlt. Aber solange wir keine unterschriebene Einzugsermächtigung vor einem Mitglied vorliegen haben, muss ja auch der zahlen, von dem wir die Einzugsermächtigung oder das Separatschriftenmandat haben. Und das wäre in dem Fall ja nur der Vater. Wie die das dann familienintern regeln, ist mir ehrlich gesagt egal. Und wir haben Mitglieder, die sind über 40 und da zahlt auch noch der Vater. Also das ist nicht so tragisch. Okay, auch soweit klar, oder? Oder gibt es noch Fragen? Gut, dann jetzt am Schluss gehen wir nochmal ganz kurz her und geben dieser Sperl Franziska hier, geben wir noch einen Förderbeitrag. Die Sperl Franziska wollte aus dem Verein austreten. Wir haben sie gefragt und haben gesagt, Mensch, würdest du nicht doch lieber dem Verein erhalten bleiben und du darfst dir deinen Beitrag, deinen Förderbeitrag selbst aussuchen. Und das funktioniert übrigens. Also ich habe das schon des Öfteren gemacht und das funktioniert tatsächlich. Also das ist, wenn man die Mitglieder fragt, die austreten wollen und sagt, du pass auf, du willst austreten, jetzt bist du 20 Jahre dabei, bleib es doch erhalten. Du darfst dir deinen Beitrag selbst aussuchen. Das funktioniert, die bleiben dann wirklich erhalten. Und in dem Fall würde ich also hergehen, bei Beiträge auf hinzufügen, würde sagen Fußballförderbeitrag und könnte jetzt hier zum Beispiel einstellen, den mit ihr vereinbarten Beitrag von 7,50 Euro. Jetzt hätte Sperl Franziska, würde bei diesem Förderbeitrag 7,50 Euro zahlen. Speichern. Der Sperl Peter, den haben wir schon. Schauen wir mal den ersten. Der hat auch nur einen Hauptvereinsbeitrag. Jetzt fragen wir den Sperl Christoph, willst du auch Fußball fördern? Jawohl, der will auch Fußball fördern und der zahlt freiwillig 20 Euro Förderbeitrag. Und Sie sehen, ich kann also in dem Moment bei diesen freien Beiträgen, also alle Beiträge, die wir eben vorher als sogenannte freie Beiträge deklariert haben, also bei denen wir hier gesagt haben, freier Beitrag, kann ich die Höhe des entsprechenden Beitrags bei der Zuordnung zu jedem Mitglied verändern. Mehr gibt es im Moment zu Beiträgen noch nicht zu sagen. Haben Sie noch Fragen zu diesem Thema? Ja, ich hätte eine Frage. Herr Kappen, ja. Oder eigentlich sogar zwei. Einmal, wenn ich Beitrag mit 0 deklariert habe, was passiert denn? Gibt es da eine Buchung bei der Bank später? Nein, nein. Sie können keine 0-Euro-Buchung absetzen. Das ist nur... Okay. Das ist nur, dass NetXPVN später weiß, dass eben ein bestimmter Beitrag eben ablaufen kann.
dieser 0-Euro-Beitrag kann ablaufen. Wenn ich hier keinen 0-Euro-Beitrag hätte, könnte ich auch keinen ablaufen lassen. Und wenn ich einen Beitrag habe, dann kann ich die Familien miteinander verbinden. Denn, wie wir es vorher gemacht haben, wir haben ja hier dem Peter Lustig diesen Tennisspieler Gerd zugeordnet. Nein, diesen Spieler, Entschuldigung, Peter zugeordnet. Und das würde ich also auch hier in den Kontodaten sehen. Na, da ist der Tennisspieler Gerd auch schon ein Kind. Sehen Sie es? Alle drei werden hier bezahlt vom Lustig, Entschuldigung, nein. Der Sperl Peter wird bezahlt vom Lustig Peter und der wiederum wird bezahlt vom Tennisspieler Gerd. Also so, ja, ist wie gesagt, das ist nur ein Testverein, also mit schwachsinnigen Eingaben teilweise. Okay, die zweite Frage, Herr Gartner. Und die zweite Frage, Beiträge löschen. Wenn ich also jetzt so in meiner Liste, meiner Beitragsliste einen Beitrag einfach nicht mehr brauche, einfach nur anklicken, löschen, fertig, oder? Wenn ich einen Beitrag nicht mehr brauche, dann kann ich das so nicht machen, dass ich den jetzt hier einfach lösche. Denn dann sagt NetXP-Verein Folgendes, der Beitrag kann nicht gelöscht werden, weil er noch folgenden Mitgliedern zugewiesen ist. Ja, sowas hatte ich nämlich jetzt gestern oder vorgestern. Okay, da muss man nämlich erst die Zuordnung zu diesen Mitgliedern aufheben. Oder man macht es folgendermaßen, ich greife jetzt schon mal auf ein anderes Thema etwas vor. Es gibt in den Beiträgen hier unten eine sogenannte Massenänderung. Sehen Sie das? Also hier unten, ich bin in den Beiträgen, hier unten gibt es eine Massenänderung. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, zeig mir mal alle Hauptvereinsbeiträge an. Die habe ich jetzt hier, Beitragsgruppe Hauptverein, Anzahl 7. Und diese Zuweisung will ich löschen hier oben. Zuweisung löschen, alle Hauptverein. Die klicke ich nach der Reihe alle an und klicke auf Ausführen. Und dann hat er diese Hauptvereinszuordnung gelöscht. Okay. Und theoretisch, ich glaube, ich müsste jetzt nochmal neu starten. Ich versuche es jetzt mal. Nein, funktioniert auch. Das ist das neue Update gewesen. Und jetzt kann ich ihn löschen. Aber über die Massenänderung gibt es ein eigenes Kurzseminar. Weitere Fragen? Ich habe noch eine. Bei Ehrenmitgliedern, die 0 Euro zahlen, müsste ich dann auch einen eigenen Beitrag Ehrenmitglied anlegen? Ja, unbedingt. Bei Ehrenmitgliedern, bei Ehrenmitgliedern, die sind meistens gesetzteren Alters, da brauche ich nicht unbedingt diesen Beitrag. Sondern ich brauche den Beitrag eben, wenn es sein kann, dass der irgendwann mal abläuft. Spätestens dann muss ich das wissen, ja. Also dann kann ich bei Ehrenmitgliedern einfach dann 0 Euro eintragen, oder? Genau, richtig, ja. Gut, und das ändert sich dann auch nicht, wenn ich den Beitrag dann irgendwie mal anpasse? Nein, ändert sich auch. Also wird sich dann, also wenn Sie ein Mitglied haben, das schlicht und ergreifend keinen Beitrag eingetragen hat, dann können Sie über die Beitragsmassenänderung dieses Mitglied trotzdem ändern, denn da würde dann hier oben stehen Beitragsgruppe ohne. Sehen Sie es, diese beiden haben jetzt keinen Beitrag. Mhm. Also dann wird es genauso funktionieren. Aber wie gesagt, diese Massenänderung ist noch ein ganz eigenes Thema. Ja. Oh, Dankeschön. Ja, jederzeit, Herr Geisler. Weitere Fragen, Herr Kalm? Ich habe noch eine Frage, und zwar geht es mir um die Datümer. Ich habe jetzt gerade beschäftigt, mit dem Verein zu übernehmen, also aus einem anderen Verein, aus einem anderen Programm Daten zu übernehmen. Ja. Und da ging es speziell um die Abgrenzungszeiträume. Ich bin heute fast verrückt geworden. Für mich war immer so, wenn ich Beiträge hier anlege, dass ich sage, Jahresbeitrag, Quartalsbeitrag, monatlicher Beitrag und so weiter und so fort, dass das fest ist. Ja. Das heißt, für mich ein Quartals, Beispiel, ein halbjährlicher Beitrag wäre für mich im Januar und im Juli. Nein, das machen viele anders. Also da gibt es wirklich welche, die haben Februar, August. Ja, klar, aber das von einem anderen Programm, wenn ich das übernehme, weiß ich das nicht. Ich bin jetzt heute drüber gestolpert, die haben auch quartalsmäßig, das ist nicht Quartal, ist nicht Januar und April, sondern wie gesagt eben Februar und Mai, sag ich mal. Kein Problem. Ich müsste ja immer die Beiträge doppelt anlegen, das wäre für mich blöd. Nein, Sie können jetzt hergehen und können beim Abrechnungszeitraum einstellen, monatlich, jetzt mal überlegen, Jetzt muss ich überlegen.
monatlich jeden... Nee, monatlich, nee, monatlich geht ja nicht, das ist jeden Monat, das ist klar. Nein, jeden dritten, schauen Sie mal, am ersten eines jeden dritten Monats. Mhm. Das wäre jetzt praktisch genau 4 Beiträge. Nee, nochmal andersrum. Ich habe angelegt einen Halbjahresbeitrag, eine Summe. Okay. Für unterschiedliche Mitglieder, aber dieser Abrechnungszeitraum ist nicht immer bei jedem Mitglied zum gleichen Monat. Das ist furchtbar. Das haben Gott sei Dank haben das nur ganz wenig Vereine, dass zum Beispiel, wenn jemand im Januar eintritt, muss er Januar und Juli zahlen. Wenn jemand im Februar eintritt, muss er Februar und August zahlen. Wir haben ein paar Vereine. Und das ist tatsächlich genau ein riesengroßes Problem, denn hier muss man für jedes Monat einen gesonderten Beitrag anlegen. Damit ich das dem Mitglied ja zuweisen kann. Ich muss ja den Beitrag dem Mitglied zuweisen kann. Und da hatte ich bei diesem Verein gab es über 100 Beitragsarten. Ich bis das glaube ich ja. Also. Das ist nicht lustig. Ne? Also hier dringendst eine Satzungsänderung, in der man eben beschließt, dass die Beiträge, also quartalsweise Beiträge, müssen sie ja sowieso, das muss man ja sowieso mit SEPA, muss ich ja die Zahlungszeiträume oder die Zahlungsdaten genau angeben. Also macht keinen Sinn mehr. Ne, okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder und ich beende jetzt die Aufzeichnung wieder, Sekunde.